So, natürlich verarschen wir die Kleine nicht, sondern wir fahren mal hier hin und benutzen den Schlauch mit dem Eimer. So werde ich das Loch im Schlauch wohl kaum finden können. Stimmt, erst muss Luft drauf. Der Schlauch ist definitiv kaputt. Da kommt irgendwo Luft raus. Ich müsste nur rausfinden, wo. Ich werde den Schlauch mal ins Wasser halten und beobachten, wo Luftblasen aufsteigen. So, hab das Loch gefunden und die Stelle markiert. Okay, können wir dann, den Handschuh müssten wir eigentlich erst zerschneiden, ne? Aber Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flickzeug funktionieren würde. Ihn einfach so in den Schlauch reinzustopfen, wird aber auf jeden Fall nicht reichen. nee, habe ich auch nicht vor. Solange ich nichts habe, was ich als Flickzeug verwenden kann. Okay, also ich muss den. So, jetzt habe ich den Handschuh mit Kleber eingestrichen. Hoffentlich trocknet das Zeug nicht so schnell. Ja, nicht die Pizza. Nein. Gib mir den Handschuh. Hoffentlich hält der Handschuh dem Druck stand. Aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Hat sie da ernsthaft den ganzen Handschuh jetzt dran geklebt? Na, ob das so clever ist? Der Schlauch ist geflickt. Jetzt muss ich ihn nur noch wieder in den Reifen einbauen. Okay, das war jetzt eigentlich gar nicht so kompliziert. Da gönnen wir uns als Belohnung erstmal ein Stück Pizza. Lisa wird den Reifen kaum selbst einbauen können. Ach ja, die kann sich aber nicht so anstellen mit der, ja? Schließlich ihr Fahrrad. Hallo, bin wieder da. Oh, hallo Nina. Ich habe das Loch im Schlauch wieder geflickt. Echt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Naja, du siehst nicht so aus, als ob du sowas könntest. Ach Na, ja? vielen Dank. Ich bin Motorradmechanikerin. Na und? Trotzdem siehst du nicht so aus, als ob du Fahrräder reparieren könntest. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Und jetzt, wo ich mich als würdig erwiesen habe, kann ich ja gleich auch noch deine Kamera reparieren. Ja, das wäre super. Hier hast du sie. Alter, ganz ehrlich, wenn wir die beschissene Kamera bzw. das Foto nicht brauchen würden, würde ich sie dem Kind einfach einwandfrei ins Gesicht Bis später. klatschen. Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Und sagen, sieh zu, was du machst, schlaf doch unter der Brücke, nicht mein Scheißproblem. Die Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll, ist mir schleierhaft. Aber ich hoffe immer noch auf ein paar aussagekräftige Fotos. Okay, wir brauchen also definitiv, also entweder was zum Aufschrauben oder Batterien. Und ich meine, es sind einfach ganz stumpf Batterien. Aber da wir die im Moment weder in der Bude von unserem Vater kriegen, noch hier wohl auf der Straße finden werden, bin ich dafür, wir gehen erstmal wieder ins Museum, wenn wir das können. Das Museum ist geschlossen und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden müssen. Okay, dann gehen wir wohl nicht ins Museum, sondern wir haben hier aber auch echt nichts zum gut, wir können mit der Speiche mal gucken, ob wir daran rumpruckeln können, aber nee, können wir nicht mit dem Griff. Nee. Nee. Nö. Wir reiben die Kamera mit Pizza ein, das funktioniert immer. Hab ich gehört. Können wir das damit? Nein, wir können damit nichts machen. Gut, das brauche ich gar nicht erst zu probieren. Was ist, können wir den Schlüssel als Schrauben? Nein, können wir nicht. Die Digitalkamera macht kein. Aber mach sie doch halt vielleicht erstmal auf. Irgendwie, ich meine, ja gut, schau dir die Kamera halt nicht weiter an. Warum auch? Okay. Jetzt haben wir eine Menge Kram. Hat hier gerade noch irgendwas? So ein Lupensymbol gehabt? Oder bin ich einfach nur zweimal komisch über die Statue gehaffert? Okay, dann kommen wir hier, glaube ich, erstmal nicht weiter. Das heißt, wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten und müssen erstmal hierhin zurück. Da ist nur noch Stich. Ja, okay, da guckst du also nicht mehr rein. Wie wäre es, wenn wir nochmal. Okay, wir können auch nicht nochmal in die Kiste gucken. Das ist sehr dramatisch. Können wir den Griff mit dem Gulli benutzen? Schade, ich dachte, wir könnten damit eventuell den Deckel anheben. Aber das können wir offenbar nicht. Das Ding fällt schon beim Ansehen auseinander. Okay, wir können also auch nicht das Fahrrad nehmen. Da hätten wir im Zweifelsfall vielleicht auch noch einen intakten Schlauch herbekommen, wobei ich da skeptisch bin. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Fahrrad ist ja schließlich heile. Ja, dann gehen wir doch nochmal rein in die gute Stube.
Irgendwas muss ja dann offensichtlich noch hier gehen. Aber was? Ich kann immer noch an den Schreibtisch. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Und die leider nicht funktioniert. Ich dachte, wir könnten eventuell über den leeren Zettel mit dem Bleistift drüber schraffieren und gucken, was da mal stand. Aber, also so von wegen, was da durchgedrückt ist von der letzten Notiz, aber... Das ist die Mail, die mein... Hallo, irgendwie, ja, okay. Ich habe aber jetzt... Da ist auch nichts Neues aufgetaucht. Hm. Soweit so gut, den Kassettenrekorder können wir uns wahrscheinlich schenken, oder? Am Auto, die... Was? Ja, ja. Papas alter... Okay, das gibt also auch nichts Neues. Denn also irgendwie müssten wir diesen Schlüssel da rauskriegen. Ich wüsste aber ehrlich gesagt auch noch gar nicht, wofür wir den Schlüssel brauchen, wenn ich ehrlich bin. Im Moment fehlt mir gerade so ein bisschen der Ansatzpunkt, wo wir weitermachen sollen, weil wir können nirgendwo anders hin. Und ja, wir brauchen den Schlüssel, aber... Da scheint nichts mehr drin zu sein. Sieht unbenutzt aus. Ja, hm. Mysteriös. Mit den Akten können wir ja auch nichts machen, ne? Unterlagen über die Expeditionen und Forschungsergebnisse meines Vaters. Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was wirklich wichtig ist. Tja. Okay, also muss ich noch irgendwas machen, damit wir den Abend triggern. Also damit einfach die Zeit umgeht quasi. Das wird aber erst passieren, wenn wir was Spezielles gemacht haben, schätze ich mal. Und dann können wir wieder ins Museum. Aber was muss ich dazu machen? Wenn ich nicht hier bin, dann bin ich vielleicht auf dem Sonnendeck oder im Aquarium. Aber kann ich... Ich versuche erstmal, das Tape hatte ich schon versucht mit allem zu kombinieren, ne? Das ging nicht. Ja. Ja, nee. Das auch nicht. Ich bin mal so dreist und schmeiß mal das Lupensymbol an. Na, guck mal. Da liegt. Ich bin ungefähr fünfmal mit der Maus über die Scheißschublade drüber. Und da liegt noch ein tragbarer Kassettenspieler. Okay. Den ich da natürlich auch sehe. Also der ist bei mir halt ungefähr auf dem Bild. So, das ist jetzt echt hart Pixelsuchen. Aber gut. Dafür ist die Funktion ja auch da. Da sind Batterien drin. Vielleicht funktionieren die ja noch. Das Gerät selbst ist jedenfalls hinüber. Ich lasse es mal hier. Muss ja nicht unnötig viel Schrott mit mir herumschleppen. Wer sagt's denn? Funktioniert doch. Die Batterien waren einfach nur leer. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf den Bildern zu sehen ist. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier, zwei kleine Gestalten in schwarzen Roben. Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Dann könnte Eddie doch recht gehabt haben. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Okay. Die Fotos von der kleinen Lisa sind leider nicht so aussagekräftig wie erhofft. Können die schwarzen Kunden ein Hinweis auf eine Sekte sein? Und was bedeutet das seltsame Symbol darauf? Ganz klar, das ist hier zum Morphen. Das ist von den Power Rangers, damit rufen die ihre Swords. Sehe ich sofort. Bin ich Experte. So, okay, aber jetzt können wir vielleicht... Die Kamera funktioniert. Ja, okay, das ist schön. Das Buch wollte ich noch... Eine Biografie von Dieter Dielen. Seit wann liest mein Vater denn so einen Schund? Hoffentlich erwartet keiner von mir, dass ich das lese. Natürlich. Ja, ganz ehrlich, auf der Schublade war ich halt wirklich dreimal mit der Maus drauf und dann war es halt immer so ein Gewärsche mit dem Bett zusammen. Aber okay, dann kommen wir aber immer noch nicht wieder ans Aquarium. Aber wir können zumindest die Kamera wieder abgeben. Und vielleicht reicht das schon, um weiterzukommen. Das Staufach im Sitz ist abgeschlossen. Was? Da ist ein Staufach im Sitz? Wie oft habe ich schon auf das Motorrad geklickt? Alter. Jetzt ist das Staufach offen. Mein Handy und meine Sonnenbrille. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch geklaut werden. Ja, natürlich. Aus dem abgeschlossenen Sitz...
Warum? Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit auch wunderbar Orion Squad One spielen. Natürlich. Okay, wir können das Handy mit irgendwas kombinieren, aber wir können es... Dunkelblau und sehr cool. Definitiv. Ich kann nicht behaupten, dass die Sonne mich übermäßig blendet. Und mir ist derzeit so ganz und gar nicht danach, tierisch cool zu sein. Oh, mi. Wen soll ich anrufen? Mein Vater würde sich melden, wenn er könnte. Und nach Smalltalk ist mir momentan nicht zumute. Okay, ein Versuch was wert. Dann auf zum unsichtbaren Bootmobil. Kamera, bitteschön. Hier, ich habe deine Kamera repariert. Wirklich? Super, du hast es tatsächlich geschafft. Du bist ein Schatz, dankeschön. Gern geschehen. Hier, dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. The fuck? Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Bei uns hängt er immer an der Mikrowelle. Aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, vielen Dank. Jetzt aber schnell nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon ganz krank sein vor Sorge. Mhm. Ich kann das derzeit leider viel zu gut nachvollziehen. Okay, aber mit dem Magneten können wir jetzt garantiert... wo ist denn... Wo? Ah, hier ist mein Cursor hin. Okay, der hat sich gerade kurzzeitig verabschiedet. Können wir den Magneten mit dem... Okay, können wir den Magneten... Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich muss doch den Magneten hier mit irgendwas kombinieren. Also ich kann doch... Also vielleicht kann ich auch einfach nur den Magneten an das Aquarium halten, aber mich würde es schon eher wundern. Egal, ein Versuch ist es wert. Lustigerweise. Gleich nochmal was ausprobieren. Okay, der Motorradsitz geht jetzt allgemein nicht mehr. Gut. Meinetwegen auch das. Dann probieren wir jetzt erstmal Magnet hier mit. Ich werde mal versuchen, mit dem Magneten den Schlüssel an der Scheibe hochzuziehen. Ah. Hab ihn. Okay, jetzt haben wir diesen Schlüssel und damit schließen wir jetzt was auf? War hier noch was? Entschuldigung, ich gucke nochmal. Eigentlich nicht. Nee. Also zumindest nichts, was abgeschlossen wäre. Den Rechner haben wir, hier ist nichts mehr drin, in den Akten war auch nichts mehr. Schrank und Bett auch nicht. Das Bett hat auch kein Geheimfach, noch irgendwo auf einem Mini-Pixel hier. Sonst wäre da auch eine Lupe gewesen, von daher sind wir hier jetzt, glaube ich, wirklich durch. Für was auch immer das der Schlüssel ist. Aber dann können wir jetzt bestimmt im Büro von unserem Vater irgendwas aufschließen und fahren jetzt mal zurück. Ist es schon Abend? Ich bin mir nicht sicher. Das Museum ist geschlossen. Okay, es ist auf jeden Fall nicht der Schlüssel für die Museumstür. Das Museum ist geschlossen. Aber was mache ich denn dann? Ich war der festen Überzeugung, dass ich jetzt irgendwie ins Museum komme und da weiter, aber... Tja, das Motorrad, die beiden Statuen und das Banner, das hatten wir aber auch alles. Ah, vielleicht ist natürlich... okay, ich habe noch eine Idee. Ich habe natürlich gar nicht dran gedacht, dass wir... hier draußen natürlich auch noch rumlaufen können. Vielleicht findet sich hier noch irgendwas. Also jetzt wüsste ich jetzt gerade nicht was. Das Fahrrad will sie nicht nehmen. Wir können immer noch was mit dem Eimer machen, lustigerweise. Ohne Griff kann ich den schlecht tragen. Einige Kollegen von mir würden sagen, das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Das kann ich so nicht machen. Großartig. Nein, das funktioniert nicht. Die Idee ist gut, aber ich muss mir etwas anderes überlegen. Nein, das klappt nicht. Ach nee, vielleicht später. Großartig. Aber kann ich nicht den... Aber klebt doch einfach den Ver... Mensch, Nina, stell dich doch nicht so an. Sei doch mal ein bisschen praktisch. Du hast doch schon ganz toll den Fahrradreifen und die Kamera repariert. So, hier ist doch aber auch nichts mehr, oder? Liegt hier. Ach, guck mal, Zigarettenstummel. Die sind mir bislang auch entgangen. Ein ganzer Haufen Zigarettenkippen. Da scheint wohl ein Kettenraucher am Werk gewesen zu sein. Seltsam.
Dabei ist doch mein Vater ein so strikter Nichtraucher, dass er seinen Gästen sogar verbietet, irgendwo auf dem Grundstück zu rauchen. Okay, und wir nehmen... Da geht's runter in die... Okay, das heißt, ich... Also wahrscheinlich hat sich dann hier aber jemand in die Kanalisation verflüchtigt oder kam da raus oder hat zumindest da gewartet. Und ich würde ganz gern in die Kanalisation, aber wir können den Shit nicht anheben. Oh, das Buch hat ein Schloss. Und anscheinend ist es gar kein Buch, sondern eine Art Schatulle. Gut getarnt als langweiliger Schmöker, den kein Mensch freiwillig anfassen würde. Okay, dann weiß ich jetzt, wofür der Schlüssel ist. Aber ganz ehrlich, Uschi, du nimmst dieses Buch und steckst es ein und wirfst nicht mal einen Blick rein? Dir fällt nicht vom Gewicht schon irgendwie auf, dass es vielleicht nicht nur ein Buch ist? Oder von so, wie es sich anfasst und vielleicht klingt, wenn man mit der Hand drauf pappt? Oder in der Schatulle klappert nichts rum? Muss man denn hier alles alleine machen? Das Adressbuch meines Vaters. Das könnte mir weiterhelfen. Und dazu noch ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Hallo Nina, ob du behindert bist, habe ich gefragt. Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren 3 der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Das steht alles auf diesem kleinen Anhänger. Natürlich. Mal sehen, ob dieser Oleg drin steht, dem mein Vater diese E-Mail geschrieben hat. Ja, hier. Oleg Kamburski. Der wohnt sogar ganz in der Nähe. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Das wäre vielleicht gar nicht die dümmste Idee. Also lassen wir den Gulli erstmal Gulli sein und steigen aufs Motorrad. Und auf zu Oleg. So, da wären wir. Hoffentlich ist das auch der Oleg, dem mein Vater die Mail geschrieben hat. Und hoffentlich weiß er, was das mir weiterhilft. So richtig viel habe ich ja bislang noch nicht herausfinden können. Das stimmt. Wir können im Müll wühlen. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Natürlich ist die unbenutzt. Ganz klar. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ja, ganz ehrlich, was du da hast, ist aber auch mehr ein leicht überarbeiteter Gameboy. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste, wozu zahle ich eine exorbitant hohe Grundgebühr für mein Handy, wenn ich es nicht nutze? Hast du recht, abgesehen davon ist das Spiel ja auch von 2008. Da waren die Smartphones noch nicht so massiv verbreitet. Gebe ich ja zu, ist ja alles okay. Das habe ich gerade nicht bedacht. Okay, dann können wir prinzipiell... Moment, bevor du da wegläufst. Okay, wir können hier wieder weiter nach links gehen. Aber vielleicht können wir noch weiter nach rechts gehen. Es ist ja nicht gesagt, dass sich das hier immer... Okay, nein, das ist diesmal wirklich nur ein Bildschirm, mit dem wir nicht nach links und rechts scrollen können. Ich will hier draußen erst noch irgendwie alles abgrasen, bevor wir mit dem guten Herrn Oleg reden. So, kann der Weg irgendwas? Was ist das denn gerade? Ja, 300 Schritte später. Wo genau läuft sie hin? Hallo? Tschüss, Nina. Ach, wir laufen hinters Haus. Ich verstehe. Okay. Und klauen erstmal den Besenstiel. Den steckt sie sich ganz unauffällig in den Ärmel. Oder so. Sie hat ja nicht mal eine Tasche dabei. Also ich meine... Gut. Wir lassen das einfach mal so stehen. Dieser Kamburski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst sein Gartenschlauch ist grün. Entschuldigung, sind nicht gefühlt 50% der Gartenschläuche grün? Hast du schon mal einen Gartenschlauch in knallpink gesehen? Also klar, kann man den wahrscheinlich irgendwo kaufen, aber ganz ehrlich...
Die meisten Gartenschläuche haben doch irgend so eine Farbe, dass man sie im Garten liegen lassen kann und dann nie wiederfindet. Mal ganz ehrlich. Ach, Nina, du bist auch manchmal so ein ganz bisschen... Na, was soll's...